Die einen denken beim Super Bowl an das. Die anderen an das. Das zeigt auch die Statistik. Fast die Hälfte der Menschen schaut den Super Bowl nur wegen der Werbung. Doch was macht die Super Bowl-Werbungen so populär? Wir haben uns in den amerikanischen Werbedschungel gewagt, Unmengen an Spots durchgeschaut und die mit einem Werbepsychologen analysiert. So schauen wir hinter die Kulissen der teuersten Werbesekunden der Welt. Ein 30-Sekunden-Werbespot kostet beim Super Bowl 7 Millionen US-Dollar. Im Vergleich, während des WM-Finals 2018 kosten beim SRF 30 Sekunden rund 60.000 Franken. Für die Schweiz bereits ein hoher Preis. Der Super Bowl war nicht immer so teuer. Schau dir diese Grafik an. Zu Beginn haben 30 Sekunden Werbung inflationsbereinigt 383.000 US-Dollar gekostet. Schon beim ersten Super Bowl 1967 gehörte die Werbung dazu, hatte aber noch lange nicht so einen Kultstatus wie heute. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Wenn du dir eine deutschsprachige Übertragung des Super Bowls anschaust, siehst du einen anderen Werbeblock als im amerikanischen Fernsehen. Wenn du die richtigen Super Bowl-Werbungen anschauen möchtest, kannst du dich entweder per Internetstream zuschalten oder sie am nächsten Tag online anschauen. To honor America with the Der Super Bowl gleicht mittlerweile immer mehr einem inoffiziellen Feiertag. Ein weiterer Höhepunkt des Mega-Events ist auch die Halbzeitshow mit Auftritten von namhaften Musikerinnen und Musikern. Nie sonst im Jahr schalten in den USA so viele den Fernseher ein wie am zweiten Sonntag im Februar. Im Jahr 2023 haben 115 Millionen zugeschaut. Das sind fast anderthalb Mal so viele Menschen, wie in Deutschland leben. Diese Quote toppte nur noch die Mondlandung. Beim Super Bowl ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Werbung geschaut wird, sehr hoch. Deshalb sind Firmen auch bereit, so viel Geld für einen der 70 Werbeslots zu bezahlen. Mit so einem Event schafft man es dann wieder, dass die Aufmerksamkeit auf der Werbung selbst liegt, was sonst nicht mehr so gegeben ist. Ich denke, der Super Bowl ist so wie eine Krönung der Werbung. Wenn ich jetzt die Werbung nicht gesehen habe, könnte ich ja etwas verpasst haben und bin dann nicht mehr mit dabei in der Gruppe. Ich kann nicht mitdiskutieren. Aber was braucht es denn für eine erfolgreiche Super Bowl-Werbung? Wir haben uns die populärsten Spots der letzten Jahre angeschaut und daraus einige Gestaltungselemente abgeleitet. Wir stellen vor unsere Super Bowl-Werbungsformel. Hey Google, show me photos of me and Loretta. Die erzählte Geschichte spielt eine wichtige Rolle. Man muss beim Schauen etwas fühlen. Remember? Diese Werbung erzählt zum Beispiel die rührende Geschichte eines Opas, der mit Hilfe von Google in Erinnerungen an seine Frau schwelgt. 95% unserer Entscheidungen basieren auf emotionalen Entscheidungen. Das heißt, die sind nicht rational. Und ich glaube, genau dieses Entscheidungspotenzial versucht die Werbung mit möglichst vielen Emotionen anzusprechen. America, America. Patriotismus und das Gefühl von Gemeinschaft sind ebenfalls beliebte Wege, um mehr Emotionen in die Werbung zu bringen. Sehr häufig wird auch Humor eingesetzt. Tiere sind beliebte Protagonisten. Sowie auch Babys. I don't get it. Here's to getting financially ready for anything. And here's to being single and ready to mingle. Who's ready to cha-cha? Es hat sich gezeigt, dass emotionale Werbung zu mehr Kaufverhalten führt, als wenn ein Produkt mit Fakten beworben wird. Wenn man es kombiniert, ist es mittelmäßig. Am besten verkauft es sich, wenn nur Emotionen verkauft werden. Falls die Geschichte selbst noch nicht genügend Effekt erzielt, lässt sich das Ganze noch mit Auftritten von Promis der Superlative aufpeppen. Wie zum Beispiel in diesen Spots mit Elton John, Taylor Swift oder Sylvester Stallone. Hey, how you doing? How you doing? Hier kommt der sogenannte Halo-Effekt ins Spiel. Der ist dazu da, um Attribute einer Person auf das Produkt zu übertragen. Als Beispiel, eine Person ist sehr seriös, dann versucht man mit dieser Person Werbung zu machen und dann erscheint das Produkt seriöser. Besonders oft wird auch aus der Popkultur zitiert. Das können zum Beispiel Klassiker wie der Horrorfilm Shining sein. Here's Mountain Dew Zero. Oder auch TV-Serien wie Breaking Bad. They call them Popcorners. Say their name. Um die emotionale Wirkung nochmals zu verstärken, ist auch die passende Musik entscheidend. Der Mensch hat eine beschränkte Aufmerksamkeit und das ist zum Beispiel gesplittet auf visuell und auditiv. Das heißt, wenn ich eine Emotion bildlich sehe und diese musikalisch unterstrichen wird, habe ich wieder einen doppelten Input, den ich verarbeiten kann. Dabei sind Songs, die das Publikum bereits kennt, besonders beliebt. Das kann natürlich wieder perfekt mit einem Popkulturzitat kombiniert werden. Wenn ein Brand es schafft,
zum Beispiel Musik durch Jingles oder so mit einem Brand zu koppeln, dann hilft das natürlich, dies auch wieder anders zu verankern, emotional, im Gedächtnis, und hilft so auch wieder mehr zu verkaufen. Sollten alle anderen kreativen Ansätze scheitern, setzen einige Werbungen immer noch auf das altbekannte Sex Sells. Diese eher unoriginelle Lösung wird glücklicherweise nicht mehr so oft angewendet. Sex Sells funktioniert vermutlich eher schlecht als recht. Da gibt es verschiedene Untersuchungen, die gemacht wurden, als Beispiel mit Ads, die einen sexuellen Kontext hatten. Da wurde zwar durch Männer mehr geklickt, aber am Schluss wurde viel weniger gekauft. Und Frauen haben sogar noch weniger geklickt. Und was sich auch zeigt, ist, dass heute anzügliche Werbung vermehrt nicht mehr verwendet wird, weil es einfach ein zu hohes Risiko ist für die Firmen, dass man in einen Shitstorm gerät. Mit einer Kombination dieser Elemente und einem gigantischen Produktionsbudget steht einer erfolgreichen Super Bowl-Werbung nichts mehr im Weg. Durch diesen Kultstatus wurde der Super Bowl politischer. Hier zum Beispiel mit einem Wahlkampfspot von Donald Trump im Jahr 2020. America is stronger, safer and more prosperous than ever before. I'm Donald J. Trump and I approve this message. Auch einer von Trumps damaligen Gegenkandidaten, Mike Bloomberg, schaltete in diesem Jahr Werbung. Im Spot werden die amerikanischen Waffengesetze mit einer emotionalen Geschichte scharf kritisiert. On a Friday morning, George was shot. George didn't survive. I know Mike is not afraid of the gun lobby. They're scared of him. And they should be. Umstimmen lässt sich das Publikum von politischer Werbung doch eher selten. Politische Werbung hat hauptsächlich einen Effekt, der darin besteht, die bereits gefasste Meinung zu verstärken. Das heißt, sie bringt mich nicht von meiner Meinung ab oder ändert diese, aber sie erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Meinung an der Urne abgebe. The Super Bowl always delivers the most iconic commercials. The battle of the ads. There's big news surrounding some of the commercials. Beim Super Bowl spielen auch die Medien eine sehr große Rolle. Je mehr sie darüber berichten, desto mehr wird gelesen. Je mehr gelesen wird, desto mehr wird darüber berichtet. Und so profitieren alle davon. Die teuersten Werbesekunden der Welt sind für Firmen also eine gute Investition. Denn wo schaut man sonst noch freiwillig Werbung? Wenn du wissen willst, mit welchen Mitteln uns die Tabakindustrie manipuliert, dann schau dieses Video. Und abonniere unseren Kanal.